up. If you like me, then say you like me. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade ein bisschen überbelichtet, tut mir leid. Ja, ich mache jetzt endlich ein Video nach einem Monat. Es tut mir total leid, dass so lange keine Videos gekommen sind. Ich bin einfach nicht dazu gekommen am Anfang. Und dann irgendwann wurde ich auch ein bisschen krank, dann war die Pause. Und bis ich dann wieder Zeit hatte, ein Video zu machen, hat es jetzt halt einen Monat lang gedauert. Es tut mir total leid. Und ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht sozusagen gelangweilt die ganze Zeit mit den Videos von Chrissy. Das tut mir dann leid, dass ich leider lange keine Videos machen konnte. Auf jeden Fall ist das 10.000 Abonnenten-Special. Mittlerweile sind es schon 10.500, über 10.500. Es geht so schnell. Und wenn ich das Video runterlade, sind es bestimmt auch schon 10.600. Also es geht so schnell. Vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass es 10.000 werden. Das ist so krass. Wir freuen uns beide sehr, also ich freue mich total dolle. Vielen, vielen Dank. Und als Abo-Special habt ihr euch ein 30 Minuten FMA von mir gewünscht. Und das kommt jetzt heute und ihr habt ganz lange drauf gewartet. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und ich bin so, so froh. Und wir werden heute ganz viel machen. Ich habe mir schon ganz viel vorgenommen. Ich freue mich einfach. Ich freue mich so sehr, Leute. Also vielen Dank für 10.000 Abonnenten. Das ist wirklich krass. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim 30 Minuten FMA am Stall und los geht es. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Ja, also wir haben gerade erst 7 Uhr und jetzt wird der Stall hier geöffnet von den Privatpferden und das seht ihr hier, das mache ich jetzt mal auf. Es würde mich auch super freuen, wenn ihr die ganze Zeit dran bleibt. Denn ihr solltet lieber nichts verpassen, es ist heute nämlich etwas ganz Besonderes. Ich würde mal sagen, wir trotten zuerst zum Manchester, zum First Recast und zu Manchester natürlich. Die stehen ja alle beisammen und ja, viel Spaß dabei. Dann werde ich mit dem Manchester wieder so ein bisschen First Recast so ein bisschen arbeiten und ich bin schon gespannt, wie er das macht. Beim Stall ist noch das Licht aus und das mache ich dann erstmal an. Seht ihr, es richtig dunkel noch hier. Ja. Jetzt sind die Lichter auch an und ihr seht den First Recast vielleicht da schon stehen. Der zeigt uns den Po. Und ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, haben wir hier so ein Kettensystem, da letztens der Quianto ausgebrochen ist und meinte, er müsste einen Spaziergang draus machen, haben wir das jetzt so gemacht bei jeder Box. Und weil es hier so eine Kette, kann man den Haken da hinten ab und dran machen. Und ich mache die jetzt mal hier einfach ab, wenn es geht. Ja, geschafft. Ja, und da kann man auch noch die Boxentür extra zusperren, also wir sehen können, kann ich die auch so zuziehen, ja. Das geht beides. Und dann hat man halt eine Doppelsicherung. Und da ist der Firsty. Firsty. Ich glaube, der schläft. Süß sind die, oder? Ich finde die so süß. Ich lasse die immer schnuppern. Ich habe mir sogar vorgenommen, diesmal unten zu putzen. Aber der ist leider heute voll. Deshalb kann ich leider heute nicht unten putzen, wie ich es euch meistens wünscht. Das tut mir total leid. Dann putze ich halt heute mal wieder oben. Mal schauen, vielleicht ist ja später noch frei und dann kann ich mal Platz wechseln. Ja, oh, wie süß. Oh mein Gott, Leute, wie süß, oder? Oh mein Gott. Dann beschnuppert euch halt, ne? Oh, wie süß die sind. Oh mein Gott. Reicht. Hier ist mein Putztasche, meine ich. Und ich rette ihn heute mit Halsring. Deshalb nehme ich den Halsring und einen blauen. Ich gucke nochmal welchen. Und bandagieren tue ich heute auf. Und dann mal schauen, was für ein Set ich nehme. Hier ist mein ganzes Set für heute. Ich habe den blauen Halsring gerade nicht gefunden. Der ist irgendwie schon seit längerer Zeit verschwunden. Deshalb habe ich den jetzt leider heute nicht. Aber ich wollte euch nochmal Bescheid sagen, dass in dem Video wieder ganz, ganz viele von euch gegrüßt werden. Nicht zwei, drei oder so, sondern ganz. Ganz, ganz viele von euch. Und deshalb seid dabei bis zum Ende, denn vielleicht werdet ihr ja irgendwann gegrüßt. Und ja, denn heute werden wirklich sehr viele gegrüßt, also habt ihr eine höhere Chance dabei zu sein. Also, schaut wie gesagt das Video komplett, denn vielleicht seid ihr auch wirklich dabei. Und dann machen wir ihn jetzt erstmal fertig. Und ja, los geht es. Schaut mal übrigens unsere coole Reithalle an, da werde ich schon später nochmal reiten. Ich freue mich dann schon später drauf, dort zu reiten. Und da haben wir richtig coole Schilder. Felix Bühler, Steeds,
KB, Cool Pre. Und bei KB finde ich es richtig cool, ne? Weil es ja meine Marke. Aber das wusste ich davor nicht, dass es die Marke gibt. Dann hier rechts die, jetzt da hinten meine Marke. Und dann werde ich hier später reiten und ja, das könnt ihr schon mal drauf freuen, das wird auch noch später kommen. Aber bei einer besonderen Gelegenheit. Ich würde sagen, fangen wir mal an zu putzen. Und ich dachte mir, ich zeige euch vielleicht mal meine Putztasche, weil sich das auch viele gewünscht haben, weil vielleicht auch nicht viele wissen, was da so alles drinnen ist. Also hier links in der Tasche draußen sind einmal hier links so Tücher, das weiße. Hier ist draußen in der einen Tasche ist mein Hufauskratzer. Daneben ist der Hufpinsel und hier noch so ein Mankamm. Ich kann ja mal den Hufpinsel kurz rausholen. So sieht der Hufpinsel aus. Hier sind noch zwei Pflegeprodukte drinnen. Ebenfalls sind da drinnen zwei Schwämme. Der eine ist für vorne und der blaue ist für hinten. Dann das schwarze ist bei mir eine Wurzelbürste. Da ist dann ein Striegel, der rote. Und da rechts ist dann nochmal so ein schöner für den Kopf. Und zum Glattstreichen des Fells benutze ich dann ebenfalls dieses weiche. Hier ist ebenfalls noch so ein kleines Produkt. Das ist so eine Testprobe. Probeteil da. Und für die nervigen Fliegen dann hier nochmal so Fliegenspray. Und das ist aber auch so ein Glanzspray. Und das ist jetzt alles hier drinnen. Und natürlich hier links die drei anderen Sachen. Eingeräumt sieht das Ganze dann so aus. Aber meistens werfe ich die Sachen dann immer einfach rein. Mhm. Und die Tasche ist übrigens selbst gemacht. Und wenn ihr ein Tutorial dazu wollt, sehen wollt, dann haben wir damals mal eins gemacht. Und das verlinke ich euch in der Infobox. Und wenn ich vergesse, das in der Infobox zu verlinken, dann erinnert mich in den Kommentaren nochmal. Dann werde ich das nachträglich noch machen. Und ja. Der First Recast ist jetzt fertig und ich werde jetzt meinen Putzkasten, meine Putztasche meine ich, Entschuldigung, noch wegräumen. Oh mein Gott, was ist denn jetzt hier los gewesen? Alles gut. Alles gut. Ja, und ich muss mal, ich habe es gleich nicht unter Kontrolle. So, wir sind jetzt fertig. Ich muss mal die Kamera hier drehen. So. Und ja, ich habe den jetzt gerade fertig gemacht, wie ihr gesehen habt. Bandagen sind auch schon drauf und alles drum und dran. Und jetzt gehen wir in die kleine Halle. Und, oh, ich will mal Kamera. So. Ich wünsche euch dann ganz viel Spaß beim Video. Don't get
Wir sind jetzt fertig mit Reiten und es hat super gut geklappt und jetzt kriegt er auch noch gleich sein Futter. Ich putze jetzt über das schweißnasse Fell nochmal drüber, weil er hat wirklich geschwitzt und hat gut gearbeitet. Und da finde ich, kann man ja nochmal drüber putzen und das mache ich eigentlich meistens. Ja, der kommt jetzt sowieso in die Box, da soll er schön sauber sein. Wenn er auf die Koppel gehen würde, würde ich ihn so dreckig lassen eigentlich generell, weil er sich da eh wieder wälzt. Aber jetzt kann ich das ja mal machen. Und Hufe auskratzen auch noch. So, dann bringe ich ihn jetzt mal zurück. Da hat er super gemacht. Auf weiter. Und ja. So, und da hat er noch seine Äpfelchen und die frisst er jetzt erst einmal auf, ne? Hübscher. Fein hast du das gemacht. Fein. Ja, ist ja gut. Fress weiter. Oh mein Gott, sie sind jetzt endlich da, Leute. Auf sie habe ich die ganze Zeit gewartet. Und das erfahrt ihr gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott, hallo Diamond. Oh mein Gott, Hallöchen. Komm, ich bringe dich erstmal in deine Box. Und die Box. Komm. Ganz neugierig bist du, ne? Ja, ganz neugierig. Alles gut. Ja, alles gut. So, da ist der Süße jetzt und ich will jetzt erstmal noch die Decke ausziehen. Die ist übrigens von einer Freundin, also vielen lieben Dank. Oh, wie süß du bist. Oh, du bist da ruhig, ne? Ja, bald ist es soweit, dann kannst du auch alles raus und kannst alles entdecken. Jetzt erstmal deine Box. Hübsches. Oh, bist du hübsch. Ja, der Diamond Pepper heißt er eigentlich. Aber ich nenne ihn jetzt Diamant, Diamond oder nur Pepper. Mal schauen, wie ich ihn nenne. Aber auf jeden Fall ist er eigentlich Diamond Pepper. Das Pferd oder das Pony gehört jetzt mir alleine. Ja, und zwar ist es so dazu gekommen, dass wir gute Kollegen hatten, also gute Freunde haben. Und die haben für ihre kleine Tochter ein Pferd gekauft, Pony gekauft, dieses Pony. Und ja, die wollten es dann nicht mehr haben, weil das Mädchen ausgewachsen ist. Und deshalb haben sie gesagt, sie möchten das Pony verkaufen. Und sie wollten jetzt auch nicht an böse Hände geben, also man kann ja nie wissen, an welche Hände das Pony halt kommt und dann haben sie es halt angeboten, es uns zu geben. Aber weil sie finden, dass sie nicht möchten, dass es auf ganz verschiedenen Schulkindern und so reitet, einfach weil das Pony es nicht gewöhnt ist und weil es halt echt speziell ist, ja, ist auch nicht für den Schulbetrieb geeignet. Und da haben sie mich mal gefragt, ob ich vielleicht das Pony haben möchte. Und da habe ich natürlich geantwortet mit ja und meine Eltern waren auch einverstanden, weil sie finden, ja, 4 Pferde habe ich ja schon, aber 5 schadet ihr jetzt nicht. Und deshalb habe ich das Pony noch bekommen und ich freue mich total. Jetzt habe ich 5 Pferde, meine Mini-Herde erweitert sich und ja, ich freue mich mega auf die Arbeit. Ich werde es auch ein bisschen reiten. Ich werde den auch ein bisschen reiten. Das ist ein Junge, der Diamond Pepper, habe ich ja schon gesagt. Der ist jetzt 10 oder 11 Jahre alt, das muss ich noch mal gucken. Und ja, vielleicht gehen wir heute noch ein bisschen spazieren. Aber erstmal möchte ich halt wirklich noch nicht so viel machen, weil ich möchte, dass sich noch daran gewöhnt an alles, was hier halt ist, die neue Umgebung und so. Und hallo, ja, bist du süß? Bist du süß? Ja, möchte ich erstmal, dass sich alles gewöhnt und dann werden wir mal wann anders noch schauen, ob wir mal was Smartes machen. Aber ihr kennt ja den Tirol noch nicht so ganz und deshalb habe ich mir gedacht, werde ich euch den Tirol mal zeigen. Die Story zu Tirol, die verlinke ich euch jetzt hier oben rechts mit dem i oder unten in der Infobox. Mal schauen, wie ich es jetzt hinbekomme. Da könnt ihr nämlich nochmal vorbeischauen bei der Story, wie wir zum Tirol gekommen sind. Und mit ihm mache ich aktuell nur Freiarbeit, reite ihn jetzt nicht. Und ja, das werde ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Ist bevor gefragt wird, auch mal ein Pferd. Erstmal gehe ich jetzt nochmal die Sachen hier holen und bringe die erstmal weg. In meinen Spind und so weiter. Oh, scheiße. So, den Sattel jetzt auch nochmal und dann... Oh, Schabrack ist runtergefallen. Ach, kennt ihr das, Leute? Vor allem die Kamera will nicht scharf stellen.
dieses Chaos hier. Die Schabracke lasse ich jetzt hier noch liegen zum Trocknen. Und hier links seht ihr den Eimer, der war auch gerade in Diamonds Box. Und den werde ich jetzt erstmal hinten beim Wasser ein bisschen füllen, damit er noch was zu trinken hat, weil er hat leider noch nichts zu trinken. Also muss ich mich jetzt beeilen, weil er sonst verdurstet, der Kleine. So, hier ist der Eimer, habe ich gerade mit Wasser, wie gesagt, gefüllt. Und jetzt schauen wir mal, ob er kommt oder er schaut, wenn wir rufen. Diamond! 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 Ja, hallo! So, bringen wir ihn jetzt mal den ganzen das Glas auf. Auf der Tür steht auch Prinz drauf, aber er heißt nicht Prinz natürlich. Ja, gut. Fein. Oh, er trinkt. Super. Fein. Ich überlege es auch lieber auf dem Boden zu tun, mal schauen, wie er das besser mag. Dann schauen wir da mal. Im Gegensatz zu meinen anderen Pferden steht der Tirol ganz woanders. Und zwar seht ihr ihn ja vielleicht da hinten, hinter dem braun gefleckten Pferd. Das ist der Tirol. Und der chillt da gerade und wir holen ihn jetzt mal raus. Ja. Ihr seht, er läuft auch so. Und da laufen wir jetzt mal zum Platz. Ja, ihr seht, wir machen wirklich Freiarbeit. Also der läuft auch so mit mir. Und der weiß auch genau, wohin schon. Round, round. Tirol. Noch länger, komm, hopp, 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 gut, fein, gut, Leckerchen hier, rückwärts, 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 komm. Gut, fein. Gut.